Die Wettkampf- und Trainingsgemeinschaft Heckengäu blickt auf ein erfolgreiches Wettkampfwochenende zurück. Die Bezirksligamannschaft WTG 1 konnte am Wochenende einen deutlichen Sieg beim MTV Ludwigsburg 2 einfahren. Der Endstand von 291,6 zu 242,95 Punkten spiegelt auch bei diesem zweiten Saisonwettkampf eine geschlossene Mannschaftsleistung der Heckengäuer wider. Am Boden zeigte Lukas Unger eine eindrucksvolle Kür, gespickt mit hochwertigen Schraubensaltos und Kraftverbindungen. Mit starken 14,0 Punkten wurde der 17-Jährige hier mit der Tageshöchstwertung belohnt. Und auch am Königsgerät, dem REC, zeigte er mit 12,7 Punkten die beste Übung des Tages. Ein besonderes Highlight seiner Übung war neben den Längsachsendrehungen auch sein Endo-Element, ein besonders schwerer Grätschumschwung. Das Zittergerät Pauschenpferd brachten die Heckengäuer mit 44,3 zu 35,8 Punkten Differenz nach Hause. Mittlerweile zeigt sich hier eine deutliche Steigerung im Vergleich zur letzten Saison. Mit damals durchschnittlich unter 10 Punkten pro Übung liegen die Endwerte der Übung nun meist bei knapp über 11 Punkten je Turner. Nick Ackermann und Manu Chur zeigten hier die beste Übung mit je 11,3 Punkten. Für eine kurze Irritation sorgte Mannschaftskapitän Lovis Spieß am Sprung. Beim Handaufsatz rutschte er vom Sprungtisch ab und konnte sich glücklicherweise ohne Sturz abfangen. Immerhin noch 8 Punkte gaben die Kampfrichter für diesen Ausrutscher. Doch dieser Patzer war nur kosmetischer Natur, denn Nick Ackermann mit 12,4 Punkten, Simon Eitel mit 12,05 Punkten, Lukas Unger mit 12,2 Punkten und Luke Schaar mit 10,35 Punkten setzten eindrucksvoll nach und verhalfen zum Geräteendstand am Sprung von 47 zu 42,7 Punkten. Fast genauso eindrucksvoll konnte die Kreisligamannschaft der WTG Heckengäu auswärts gegen die WKG Leinfelden-Stetten überzeugen. Mit 25,25 Punkten Vorsprung erturnte sich die zweite Mannschaft ein starkes Ergebnis von 253,45 Zählern. Luis Weiß eröffnete mit einer sehr sauber ausgeführten Kür den Wettkampftag. Nach einer langen Verletzungspause war dies sein erster Einsatz am Boden. Seine Schrauben- und Twistsalto waren dabei besondere Schwierigkeiten und wurden vom Kampfgericht mit 13,25 Punkten belohnt. Entsprechend groß war die Freude beim jungen Turner aus Renningen. Auch am Pauschenpferd konnte die WTG Zweite souverän mit 41,3 zu 27,35 Punkten überzeugen. Raphael Zeile turnte hier eine äußerst saubere Übung, die für die Kreisliga sehr anspruchsvoll war. Der 24-jährige Routinier erturnte sich 12,05 Punkte. Die WTG Heckengäu 1 steht nach diesem Wochenende auf Platz 1 der Bezirksliga, ebenso wie die WTG 2. In der Kreisliga. Weiter geht es am Sonntag, den 1. März, mit dem Heimwettkampf in der Theodor-Heuss-Halle. Um 12.30 Uhr trifft die WTG 2 auf das Turnteam Rems, ab 16 Uhr tritt die WTG 1 gegen den SGV Mur an. So, das war jetzt mal ein Beispiel für einen Bericht, den uns ein Zuschauer geschickt hat. Es war ein Kollege von der WTG Heckengäu, der die Aufnahme gemacht hat. Wir haben dann einen Bericht daraus gemacht. Wenn ihr in eurem Club, in eurem Verein auch jemanden habt, der Videofilme machen kann, ruhig machen, uns einschicken und wenn es geht, machen wir einen schönen Bericht daraus.